Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir zeigen, wie ich den Kranz mache für ein Scheurentor. Ich habe den hier schon einmal vorbereitet. Das ist sozusagen der Rohbau. Und das habe ich gemacht aus Efeu. Und zwar sind das die Efeu-Ranken, wo immer im Wald die Bäume drauf wachsen. Und da die ja nicht gut sind für Bäume, weil das den Baum den Sauerstoff nimmt, reisse ich die amix weg und wickle die zu Kränzen in verschiedenen Grössen. Das ist jetzt der grösste, den ich gemacht habe. Da ich dir das zeigen kann, wie das funktioniert, da ich den eben schon gemacht habe und nicht studiert habe, habe ich gedacht, ich zeige dir das ganz kurz an einem Seil, weil es ist wirklich super einfach. Also du stellst dir jetzt einfach vor, dass das der Efeu-Strang ist, weil die sind ja auch immer recht lang. Wenn man sie vorsichtig abreißt, kriegt man sie schön lang an. Und dann nehme ich die so und tue den im Prinzip einfach um sich selber umwickeln. Und auf der anderen Seite dann auch. Und dann kommt der nächste Strang dazu. Und dann wirklich auch wieder drum herum. So lange, bis ich die Dicke habe, die ich möchte. Also es ist wirklich keine Hexerei, es ist wirklich nur übers Kreuz legen und dann drum herum wickeln. Und ich würde sagen, das sollte eigentlich keine Sache sein. Und sonst darfst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich das sonst nochmal zeigen, bei einem extra Video. Und dann trocknet er aus und dann ist er stabil. Und den möchte ich jetzt eben gerade für ein Tor machen. Säckle gerade eine Spinne über meinen Tisch. Das ist halt, wenn man Sachen aus der Natur holt, hat man natürlich auch immer gewisse Bewohner dabei. Am Haus. So. Dann brauchst du Äste. Die hole ich auch immer beim Förster oder bei der Gemeinde kriegst du die so bündelweise. Da kannst du wirklich mal bei der Gemeinde schauen. Wirklich super, super günstig. Die habe ich geholt und ich möchte mir sehr gerne die Efeu, wo ich auch, das sind ja die gleichen, die auch am Baum drauf wachsen, sind die oft sehr, sehr buschig. Und die schneide ich dann auch ab und das möchte ich dann so mit innen dekorieren, damit es auf ein bisschen Auflockerung gibt. Und was ich auch noch möchte probieren, das ist wieder mal Thema Pieksen. Das sind die. Die habe ich heute auch noch abgeschnitten. Und vielleicht tue ich die drei dekorieren, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal gesammelt. Also ich lege jetzt hier mal los. Und schaue, ob das etwas wird, so wie ich mir das vorstelle. Mal schauen. Du brauchst noch Draht und eine gute Schere oder ein Messer. Und mehr dann an und für sich nicht. Also Platz braucht man noch. Das ist immer ein Thema bei mir. Platz. Der Roland hat es gut gemeint, immer ganz viel braucht. So. Aber wie gesagt, sind ja noch Fenster zu dekorieren. Ich möchte das eigentlich ein bisschen locker machen. Also nehme ich mir immer vor, meistens klingt es mir nicht. Weil ich dann wieder eine Idee habe und finde, ah ja, das wäre auch noch schön. Also. Ich tue hier jetzt an einer Stelle einfach schon einmal den Draht befestigen. So.
Und ich gützle. Und kannst die hier unten hin tun, platzieren. Nachher eben den Stern rein dekorieren. Kann sein, dass es vielleicht noch einen zweiten gibt. Das weiss ich erst, wenn der Kranz hängt am Tor. Und dann schaue ich einmal, wie das aussieht. Und der Kranz hat mich jetzt bis auf den Tod gar nicht gekostet. In den letzten Jahren habe ich dann Äste im Wald gefunden, und zwar dann, wenn die Förster Tannen geschnitten haben, zum Teil ist es auch ein bisschen früher, also Mitte November, Ende November, findest du eigentlich auch immer Restäste von den Tannen, die du mitnehmen darfst. Und dann kostet dich das nichts. Aber es muss ja auch nicht immer zwingend eine Tanne sein. Du kannst auch wirklich die Efeuäste abschneiden und die Adventskranz nur mit denen machen und mit diesen Disteln. Disteln solltest du allerdings jetzt noch schneiden, weil jetzt werden sie langsam wüst und dann kann man sie nicht mehr brauchen. Und dann hast du einen Adventskranz, der dich wirklich nichts kostet. Du kannst auch den Unterbau, wenn er nicht so gross soll sein wie der jetzt, mit Zeitungspapier formen und mit Rot umwickeln und dann mit den Ästen dekorieren. Und dann ist das wirklich eine Dekoration, die keine Franken gekostet hat. Außer einen schönen Spaziergang, wo du die Sachen zusammensammeln. Und dann hast du alles, was du brauchst. Es soll einfach immer wieder ein bisschen eine Anregung für dich sein, dass Dekorationen kein Geld müssen kosten. Und mein Thema zu dieser Weihnachten ist definitiv den Stern oder den Weihnachtsstern, weil ich finde, dass man in diesem Jahr ganz viele Glückssterne brauchen können. Und ich finde auch, dass wir uns diese Weihnachten nicht nehmen dürfen, dass wir ein bisschen näher zusammenrücken miteinander, und es ist ja das Fest der Liebe und das sagt eigentlich alles. Und dann würde ich sagen, das war es. Ich mache dann morgen, wenn es wieder hell ist draussen, werde ich dir dann noch zeigen, wie das aussieht am Tor. Der Roland muss noch eine Schraube reinhauen und dann wird der aufgehängt. Und dann war es das. Ich wünsche dir ganz eine schöne Zeit. Bleib kreativ. Umarm deine Liebe. Und wenn du Fragen noch hast, bitte schreib es unten in die Kommentare. Ich tue dir sehr gerne beantworten. Und über ein Like oder über ein Abo von dir würde ich mich sehr freuen. Es steigt langsam immer ein bisschen mehr in die Höhe. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Und lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.